Mai 1945. Deutschland liegt wenige Tage nach der Kapitulation in Schutt und Asche. Doch einer gibt sich gut gelaunt, Reichsmarschall Hermann Göring. Und es ist tatsächlich so, dass Göring durch sein joviales Auftreten, das er schon während der ganzen Zeit des Dritten Reiches auch gepflegt hat, so den Eindruck hatte, man trifft sich jetzt wie nach einem verlorenen Fußballspiel auf dem Feld und gibt sich die Hand. Damit ist dann sozusagen 6 Jahre Krieg abgehakt. Göring präsentiert sich seinen Feinden, gegen die man jahrelang gekämpft hat. Er versucht hier offensiv aufzutreten, Haltung zu bewahren, zu zeigen, nein, wir sind hier nicht die Verlierer, sondern wir haben auch noch was zu sagen. Ich habe was zu sagen. Ich bin einer der ranghöchsten Staatsmänner. Bis zuletzt leugnet er die Verbrechen des Dritten Reichs. Ein lupenreiner Nazi bis zum letzten Atemzug. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Adolf Hitler ist der Kopf eines menschenverachtenden Regimes, das die Welt mit Krieg überzieht und Millionen Menschen ermordet. Doch die Umsetzung seiner Pläne liegt in den Händen seiner engsten Komplizen. Wer waren diese Männer? Und was trieb sie an? Hermann Wilhelm Görings Militärkarriere beginnt mit dem Ersten Weltkrieg. Er ist 21 Jahre alt, als er mit seinem Regiment an kleineren Gefechten im Elsass teilnimmt. Später wechselt er die Waffengattung, krankheitsbedingt. Er kam zu den Fliegern, weil er Gelenkrheumatismus hatte und deswegen bei der Infanterie nicht mehr weitermachen konnte und suchte dann nach einer Bewährung im Weltkrieg. Und als junger Draufgänger, als der er sich immer empfand, war dann das Fliegen, also eine neue Form von Technik, für ihn im Grunde die Möglichkeit, sich so als imaginierter Held auszuleben. Hermann Göring hat ein großes Selbstbewusstsein. Er fühlt sich als etwas Besonderes und er ist ja auch etwas Besonderes als Flieger im Ersten Weltkrieg ausgezeichnet mit dem Verdienstorden Pour le Mérite, die höchste Auszeichnung, die ein deutscher Soldat erhalten kann. Hermann Göring ist ein Fliegerass. 27 Abschüsse werden ihm zugeschrieben. Er tritt die Nachfolge des Roten Barons Manfred von Richthofen an. Er ist das, was man damals ein Weltkriegsheld, ein Fliegerass nennt. Obwohl sich Göring zwischenzeitlich bei einer Bruchlandung schwer verletzt, scheint er im Krieg seine Bestimmung gefunden zu haben. Vorübergehend. Hermann Göring verliert 1918 ja mit den anderen Soldaten nicht nur den Weltkrieg, sondern auch seinen ganzen persönlichen Lebensentwurf. Aus dem hochdekorierten Flieger wird jetzt quasi ein Arbeitsloser, der sich mit Schaufliegen, mit Kunstflügen durchschlägt. Göring, der beruflich praktisch vor dem Nichts stand nach dem Krieg, lernt Hitler auf einer Parteiveranstaltung kennen. Er lässt sich ihm vorstellen und verspricht, ihn zu unterstützen. Für Hitler und seine damals noch kleine völkische Splitterpartei ist Göring mit seiner Aura des Helden ein Gewinn. Und Adolf Hitler hat in ihm jemanden erkannt, der durch den soldatischen Nimbus, durch den Heldennimbus, den er mitbrachte und gleichzeitig auf der Suche nach einer Rolle war, eine sehr gute Funktion innerhalb der NS-Bewegung einnehmen konnte. Also er hat ihm die Führung der SA übertragen, Göring hat die umorganisiert, hat die nach seinen eigenen militärischen Erfahrungen neu strukturiert und hat die junge SA auf diese Weise zu einer für die NSDAP wichtigen Schlägertruppe gemacht. Die Sturmabteilung SA ist eine paramilitärische Kampforganisation und spielt eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der NSDAP. Ihr Ziel, die noch junge Demokratie der Weimarer Republik mit Gewalt zu zerschlagen. Am 9. November 1923 wagen Hitler, Göring und Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff einen blutigen Aufstand. Hermann Göring begleitet Hitler auch bei diesem Putsch 1923 und zusammen mit Hitler und Ludendorff geht er in der ersten Reihe, wird bei einem Schusswechsel mit der Polizei schwer verletzt und sehr sinnbildlich eigentlich der Fall des Kriegshelden, wenn man sich überlegt, 5 Jahre nach Kriegsende Hermann Göring auf allen Vieren kriecht er über das nasskalte Pflaster Münchens, schwer verletzt, muss sich versorgen lassen und dann ins Ausland fliehen, da ist ein Held wirklich gestürzt.
Das hat für Görings weiteres Leben eine durchaus einschneidende Bedeutung, weil er aufgrund der Schmerzen Morphin erhält und dann viele Jahre morphinsüchtig ist. Gemeinsam mit seiner Frau Karin lässt er sich in Schweden nieder. Hier wird er kurzzeitig in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wird von Ärzten als brutaler Hysteriker mit schwachem Charakter beschrieben. 1927 darf er wieder nach Deutschland einreisen. Auch Hitler ist nach seinem Putschversuch begnadigt worden. Die beiden nähern sich wieder an. Allen Nazis gemeinsam ist, dass sie die Demokratie ablehnen. Dass sie die Demokratie hassen. Sie wollen diesen demokratischen Staat, der quasi von außen nach Ende der Monarchie den Deutschen oktroyiert wurde, wieder abschaffen, so schnell und so konsequent wie möglich. Es gibt keinen Nationalsozialisten, der für die Demokratie, für ein Parlament gewesen wäre. Seit 1928 sitzt Göring gemeinsam mit Josef Goebbels als Abgeordneter für die NSDAP im Reichstag. Im Schutz ihrer Immunität arbeiten sie daran, die Demokratie zu zerstören. Als er 1932 Reichstagspräsident wird, das ist immerhin das dritthöchste Amt im Staate, trägt er maßgeblich dazu bei, dieses Parlament zu zersetzen, von innen auszuhöhlen, es der Lächerlichkeit preiszugeben. Göring verfügt über Verbindungen zu einflussreichen Kreisen in Adel und Wirtschaft. Er öffnet seinem Führer die Türen zu Macht und Einfluss. An der Figur Göring sieht man, wie schwach Hitler eigentlich war, dass er unsicher war. Göring war, der hatte eine Statur, der war groß und breit und stark. Und das war jemand, an den sich Hitler auch anlehnte, auf den er sich verließ. Und er war jemand, der eigentlich kaum Frauen oder Männer fallen ließ, die ihm einmal geholfen hatten. Und das galt auch für Göring. Seine Ernennung zum Reichskanzler verdankt Hitler Görings Fürsprache bei ranghohen Militärs und nationalkonservativen Kräften. Zum Dank holt ihn Hitler als Minister ins Kabinett, setzt ihn an die entscheidenden Schaltstellen der Macht. Hermann Göring war preußischer Innenminister und damit Chef der Polizei. Und das ist die eigentliche Machtrolle im Frühjahr 1933. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen. Preußen wieder zum ersten und stärksten Bollwerk der deutschen Nation zu machen, ist meine Aufgabe. Ich werde sie mit dem Einsatz meiner ganzen Kraft, mit rücksichtsloser Entschlossenheit und mit eisernen Nerven durchführen. Die Verfolgung politischer Gegner beginnt unverzüglich. Er persönlich sorgt dafür, dass die Listen der Menschen, die verfolgt werden von Kommunisten, von ehemaligen Demokraten und auch von Abweichlern innerhalb der NS-Bewegung auf Stand gebracht werden. Er ist aktiv beteiligt an den Verfolgungen, gerade in den Anfangsjahren, aber auch später. Und seine Selbstherrlichkeit, also er bestimmt, wer in diesem Deutschland ein Jude ist und wer nicht. Hermann Göring kann sagen, wer ins Konzentrationslager kommt und wer wieder hinauskommt. Das ist etwas, was häufig unterschätzt wird, wenn man sozusagen diesen Onkel Hermann, wie man häufig sagt, sieht. Aber nein, dieser Mann ist nicht nur selber persönlich brutal und gewalterfahren, er ist auch unmittelbar an der Schaltstelle der Macht und er bestimmt, wenn er will, über jeden Einzelnen im Land. Göring gründet die Geheime Staatspolizei. Sie untersteht ihm direkt und ist gegenüber der Polizei weisungsbefugt. Der populäre Minister verkörpert die Einheit von Partei, Staat und militärischer Führung. Er war schon damals sehr korpulent und trat aber in der Öffentlichkeit auch selbstironisch und durchaus humorvoll auf. Also jemand, der auch nach außen hin, was bei den anderen Nationalsozialisten nicht der Fall war, über sich selber durchaus mal lachen konnte und hat Witze über sich selbst gesammelt und Ähnliches. Was in vielerlei Hinsicht darüber hinwegtäuschte, mit welcher Brutalität und mit welcher Skrupellosigkeit er sowohl politische Gegner verfolgt hat, aber auch seinen eigenen Machtapparat unter Kontrolle gebracht hat. Im Grunde ist Göring das Dritte Reich. Er ist derjenige, der den Vierjahresplan koordiniert. Das heißt, er führt die deutsche Wirtschaft in den Krieg. Er bereitet die Kriegswirtschaft vor. Also Göring hat eine Vielzahl an Ämtern inne. Er war eine Art Wirtschaftsdiktator, der eigentlich fast alle Formen von Wirtschaftsmaßnahmen treffen durfte, die halt dafür sorgen sollten, dass die deutsche Wehrmacht so schnell wie möglich aufgerüstet werden sollte.
Im November 1937 eröffnet Hitler den Militärs auf einer Geheimkonferenz, dass der Einsatz von Gewalt schon bald dringend geboten sei. Wann und wie der Kampf um neuen Lebensraum beginnen solle, habe er aber noch nicht entschieden. Frühjahr 1938 sieht Hitler eben die Chance, Österreich so unter Druck zu setzen, dass man tatsächlich eine Möglichkeit hat, das Land enger an das Reich zu führen. Und dann stellt man beim Einmarsch fest, also zu ihrer Überraschung, Hitler, Göring und die anderen, dass die Österreicher ganz begeistert sind, dass sie erobert werden. Und die berühmteste Szene ist natürlich die auf dem Heldenplatz in Wien, wo Hitler da von mehreren hunderttausend Menschen spricht. Und wie das dann im Zitat heißt, die Rückkehr oder die Heimkehr seiner Heimat in das Deutsche Reich. Und in dieser Rolle ist Hermann Göring eine zentrale Figur. Nicht nur in Österreich ordnet Göring unverzüglich Maßnahmen an, die die jüdische Bevölkerung zur Auswanderung zwingen und ihr Vermögen der Staatskasse zuführen soll. Als Hitlers Koordinator für die Lösung der Judenfrage. Vehement unterstützt Göring Hitlers Kriegspläne. Am 1. September 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Da Göring eine so entscheidende Figur war, wichtig für Hitler, wichtig für den Nationalsozialismus, ist es kein Wunder, dass Hitler ihn mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, mit dem Beginn des Angriffs auf Polen am 1. September 1939, tatsächlich zum Führer und Kanzlernachfolger erklärt. Also falls Hitler etwas passiert wäre, wäre Göring der nächste Führer geworden. Göring ist zu dieser Zeit oberster Befehlshaber der Luftwaffe, kann sich nach dem Sieg über Polen in seinem Erfolg sonnen. Seine Verbände sind dem Gegner haushoch überlegen. Überzeugt von der eigenen Unfehlbarkeit kündigt Göring weitere Triumphe an. Was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten. Doch Görings Luftwaffe scheitert daran, die Lufthoheit über England zu erringen. Eine Niederlage folgt auf die nächste. Eine echte Katastrophe für sein Standing innerhalb des Nationalsozialismus war denn die Niederlage in der Luftschlacht über England. Auch die Flucht der alliierten Soldaten nach Dünkirchen und dann über den Ärmelkanal konnte die Luftwaffe nicht verhindern. Und in Stalingrad, die eingekesselte deutsche Armee, konnte die Luftwaffe nicht mit Nachschub versorgen. So hat Hermann Göring, wenn man so will, mit seiner Luftwaffe zum zweiten Mal einen Krieg verloren. Und das ist etwas, was seinen Bedeutungsverlust im engeren Kreis Hitlers deutlich befördert hat. Ein weiteres Scheitern Görings bedeutet, dass der Krieg jetzt nach Deutschland kommt. Deutsche Städte werden angegriffen von alliierten Fliegerverbänden und werden bis zum Ende des Krieges, bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Also ein großes Versprechen Görings, dass er es gar nicht zulassen würde, dass ausländische Verbände sich überhaupt auf deutschem Territorium befinden, kann er wieder nicht einlösen. Und deswegen sinkt langsam sein Stern in Deutschland. Man bringt ihm äußerlich noch Respekt entgegen, aber faktisch aufgrund einmal seiner persönlichen Bequemlichkeit und Faulheit, muss man so klar sagen. Und auf der anderen Seite, aufgrund des Ehrgeizes und der Fähigkeiten seiner Konkurrenten, nach und nach in seiner Position ausgehöhlt wird und am Ende eigentlich nur noch eine relativ hohle Figur ist. Immer häufiger zieht sich Göring auf sein pompöses Gut zurück und verliert nach und nach den Kontakt zur Wirklichkeit. Baut Karin Hall seinen Landsitz in der Schorfheide zu einem riesigen Gutswesen aus, wo er residiert wie ein Operettenkönig. Er schickt gleichzeitig seine Mitarbeiter durch ganz Europa, um Kunstschätze zu sammeln, lässt sich von allen möglichen Leuten permanent beschenken, sammelt Juwelen, Teppiche, Kunstwerke und hat so eine Art Parallelleben zu dem, was der normale Kriegsalltag ist, geführt.
Er ist maßlos. Er träumt von einem Hermann-Göring-Museum. Also immer mehr haben, immer schneller, immer maßloser. Das kennzeichnet diesen Menschen Hermann Göring. Also so wie sich die Diktatur radikalisiert in immer höherem Tempo, umso maßloser wird auch dieser Hermann Göring. Aber das muss man auch sagen, er war nicht der einzige korrupte Führer in dieser Diktatur. In den letzten Apriltagen 1945 befreit die 7. US-Armee München. Wenige Tage später ist der Krieg zu Ende. Auf ihrem Vormarsch durch Österreich machen die Verbände ihren prominentesten Kriegsgefangenen. Mit einem Tross von 17 vollgepackten Lastwagen geht Hermann Göring in amerikanische Gefangenschaft. Im Glauben, er werde von den Alliierten als Unterhändler akzeptiert. Gegen Ende des Krieges wog Göring 140 Kilo. Er war schwer morphiumabhängig und brauchte eigentlich eine Diät. Und das war genau das, was die Alliierten nach der Gefangennahme Görings auch machten. Sie versuchten eine Entziehungskur bei ihm und setzten ihn auf Diät. Ab November 1945 soll Göring der Prozess gemacht werden, zusammen mit 23 weiteren NS-Führern. In den Nürnberger Prozessen werden Hitlers Helfer vor ein internationales Militärtribunal gestellt. Sie sollen sich verantworten für 12 Jahre Diktatur, Krieg und Massenmord. Der ranghöchste der Angeklagten ist Hermann Göring. Erstmal ist auffällig, der Entzug von Morphium hat dem Mann offensichtlich gut getan. Also er sieht besser aus. Er sieht natürlich nicht mehr so korpulent aus. Ansonsten zeigt er überhaupt keine Reue. Es war seine letzte große Show, die letzte Möglichkeit, noch mal eine weltpolitische Rolle zu spielen. Und er ist dann wirklich noch mal zu Hochform aufgelaufen und hat, weil er auch gewusst hat, dass er da nicht lebend rauskommt, diese Chance noch mal benutzt, um sich selber an die führende Position zu setzen. Am 13. März 1946 betritt Hermann Göring als erster der Angeklagten den Zeugenstand, um sich zu verteidigen. Und zeigt keinerlei Unrechtsbewusstsein. Er will in diesem Prozess zur Legende werden. Ich persönlich habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen Kraft gestanden hat, um den Führer den ihm gebührenden Platz als Reichskanzler zu erkämpfen. 4 Wochen berät das Gericht über Schuld und Unschuld der Angeklagten. Im Fall Hermann Göring ist es sich schnell einig. Göring wird verurteilt zum Tod durch den Strang. Hermann Göring verantwortet Gewalt, Krieg und Verbrechen. Er betreut die SA nach 1922. Er sorgt für den inneren Terror. Er baut die ersten Konzentrationslager auf. Er ist aktiv beteiligt an der Beseitigung des Parlamentarismus und der Demokratie. Er macht die deutsche Wirtschaft kriegsbereit und schickt seine Luftwaffe in den Krieg und ist damit voll verantwortlich auch für sämtliche Kriegsverbrechen. Hermann Göring war ein durch und durch zynischer Mensch, machtbewusst, machtorientiert, skrupellos, ohne moralische Raster in irgendeiner Weise, der daran interessiert war, seine Person als öffentliche Figur in die Geschichte einzuschreiben. Er ist uneinsichtig und wenn man sich diese Filmaufnahmen genau anschaut, gibt er sich ja immer noch wie ein Herrenmensch. Also dieses Gehabe, dieses Auftreten, diese Selbstgefälligkeit. Und selbstverständlich erklärt er sich für unschuldig. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Dass es anders ist, will er vielleicht nicht wahrhaben, aber es ist gelogen, der Mann ist schuldig. Als sein Todesurteil feststeht, bittet Hermann Göring darum, erschossen zu werden. Sein Gesuch wird abgelehnt. Doch Göring hat vorgesorgt. In seinem Abschiedsbrief schreibt er: Den Tod durch Erschießen hätte ich jederzeit auf mich genommen. Aber aufhängen kann sich der Reichsmarschall Deutschlands nicht lassen. Naja, er wollte nicht gehängt werden. Also, das war für diese Person, die so an der Macht und an soldatischer Ehre hing, unvorstellbar. Dass man ihn hängt, das musste er verhindern durch Selbstmord. Die Todeskandidaten werden in ihren Zellen rund um die Uhr beobachtet.
Am Tag der Urteilsvollstreckung am 16. Oktober 1946 entdeckt ein Wächter Göring im Todeskampf. Er hatte eine Zyankali-Kapsel zu sich genommen. Woher er die hatte, ist bis heute ungeklärt. Am Ende war Hermann Göring ein, spätestens seit 1923, drogensüchtiger Genussmensch, der alles darauf abgezielt hat, möglichst viel und skrupellos vom Leben abzugreifen. Insofern hatte seine Mutter recht, er wird ein großer Mann und ein großer Krimineller. Er ist ein großer Krimineller geworden und als großer Krimineller dann geendet. Ja, also einer der zentralen Verbrechensfiguren des Nationalsozialismus. Hermann Göring, verantwortlich für Millionen Tote während des Dritten Reiches, bleibt bis zu seinem Tode uneinsichtig. Bis zuletzt sieht sich der Verbrecher selbst als Ehrenmann.